Moin Leute, herzlich willkommen bei Sneaky Fraggy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute mal ein Video außerhalb der Reihe, aber ich habe so fette News für euch, die müssen einfach rausgehauen werden. Normalerweise präsentiere ich euch die Videos ja immer am Sonntag 18 Uhr, aber das konnte nicht warten, denn heute habe ich einen richtig fetten Hasen am Start. Richtig geiles Teil, wollen wir uns mal gemeinsam angucken. Bevor ich jetzt anfange, ich hatte ja vor 2, 3 Wochen schon mal ein Video gemacht, da ging es um den Adidas Futurecraft 4D als Restock. Das Video kam bei euch super gut an. Ich muss sagen, sehr hohe Aufrufzahlen, viele Likes. Also da möchte ich mich nochmal gerne bei allen, die das Video supportet haben, einmal bedanken. Das war richtig cool. So, aber um welchen Schuh es jetzt sich dreht, gucken wir uns nach dem Trailer an. Also bleibt dran. Bis gleich. So. 1, 2, 3, bam, bam. Chuck Taylor All-Stars in der Zusammenarbeit mit Off-White kriegt einen Restock. Richtig cooler Schuh. Ganz kurz für euch einmal. Dieser Schuh ist 2018 im Oktober schon mal rausgekommen. Absolut gehypt, unfassbar schnell weg gewesen, ausverkauft gewesen. Kleine Geschichte meinerseits zu diesem Schuh. Ich habe diesen Schuh tatsächlich im Oktober 2018 war ich in Las Vegas und da habe ich den Schuh das erste Mal gesehen in einem Sneaker Store. Direkt am Strip sind wir spazieren gegangen und ja, ich dann gleich in die Sneaker Stores reingeguckt. Kein Consignment Store, ganz normaler Sneaker Store. Und da war einer der freundlichen Bedienungspersonals und der hatte diesen Schuh am Fuß und ich muss sagen, ich war schockverliebt. Ich fand ihn richtig klasse, musste ihn haben. Ja, und im Flieger auf den Weg von San Francisco nach Frankfurt, tatsächlich habe ich noch mal ein bisschen Zeit gehabt, auf eBay Kleinanzeigen zu surfen, habe ein gutes Angebot gefunden. Ich glaube, ich habe damals 260, 280 Euro für den Schuh bezahlt und habe den mir dann gleich gekauft, sodass, als ich in Hamburg war, 2 Tage später kam der mit der Post an, war ich unfassbar glücklich, diesen Schuh zu haben. Ich find ihn richtig cool. Der ist auf StockX. Ich blende euch dazu mal gleich mal eine kleine Grafik ein. Ist der jetzt auch noch richtig abgegangen? Der hatte echt Hype. Liegt jetzt im Moment in der Size, wo ich sie habe. Das ist eine EU43. Liegt der jetzt so, ja, ungefähr zwischen 400 und 500 Euro. Ja, und dieser Schuh tatsächlich kriegt, wie ihr schon im Titel gesehen habt, nochmal einen Restock. Das heißt, am 30.03., das ist nächste Woche Dienstag, auf der Converse-Seite. Habt ihr nochmal Gelegenheiten, diesen Schuh zu erwerben? Ich weiß leider die Stückzahlen nicht. Ob wir eine Chance haben, dass jeder einen kriegt, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, der wird innerhalb von Sekunden sold out sein. Also da müsst ihr früh aufstehen. Uhrzeit glaube ich irgendwas gegen 12 Uhr. Das wird aber nochmal bekannt gegeben. Und ja, da müsst ihr richtig schnell sein. Ich glaube, der Schuh wird dann auch nochmal im Preis ein bisschen runtergehen tatsächlich. Ich schätze, ohne Gewähr, also macht mich dafür nicht verantwortlich. Ich glaube, 130 Euro kostet der Schuh auf der Website als Restock und Resell wird dann immer noch bei den Schuh danach so auf die um die 250, 300 Euro sein. Ist meine aktuelle Schätzung. Ja, die ganzen Fashion-Leute, die sagen, ja, wer 2021 noch Off-White trägt, der hat den Schuss nicht gehört. Man muss natürlich dieses Muster mögen hier, dieses, ich sag mal, Zebrastreifenmuster. Das ist natürlich ein bisschen extravagant, aber wie gesagt, ich feiere das immer noch. Ich finde es immer noch cool. Hier auch nochmal dieses typische Off-White, dieses orange Schild. Ja, wie gesagt, für mich immer noch ein echt cooler Schuh. Chucks gehen auch tatsächlich immer. Die sind auch ähnlich wie ein Jordan 1, auch zeitlos. Haben bis jetzt auch alle Mode, Wellen überstanden. Hier nochmal mit den Label dran. Also richtig cooler Schuh, auch bequem. Kurz zum Sizing. Ich habe den, ja, viele von euch, die meine Videos gucken, wissen, ich trage normal Nike Air Max 1 oder Jordan 1, trage ich immer zwischen 44 und 44,5. Das ist mein normales Sizing bei Nike. Dieser Schuh fällt mega groß aus. Ich habe hier eine EU43 und der passt ganz gut. Also wenn ihr überlegt, euch den Schuh zu kaufen und den auch rocken wollt, dann würde ich sagen, geht auf jeden Fall eine halbe Nummer bis eine Nummer runter. Das passt dann auf jeden Fall. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Cooler Schuh. Nächste Woche Dienstag Restock. 130 Euro kostet er.
Resale wird er auf jeden Fall noch haben. Ich glaube, die Leute sind immer noch heiß auf den. Wird schnell sold out gehen. Also stellt euch den Wecker. Ja, und ich würde sagen, von meiner Seite aus war es das soweit. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video einmal liked, bestenfalls kommentiert. Ein Abo wäre natürlich auch schön. Ihr wisst, ich mache das hier alles kostenlos. Unsere Währung, die Währung der YouTuber sind Abos und sind Likes und Kommentare. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben. Würde mir echt helfen, auch in Zukunft für euch weiteren Videos zu machen. Ja, würde mich auch mal interessieren, ob ihr Bock auf den Schuhe habt oder ob ihr sagt jetzt irgendwie, ja, Off-White ist jetzt aber auch durchgelutscht, damit rockst du nichts mehr. Schreibt das mal in die Kommentare und ansonsten bleibt mir nur euch einmal die Daumen zu drücken, dass ihr den Schuh kriegt und ja, dann ein schönes Wochenende, ne? Stay tuned, bleibt dran.